Ja, einen schönen guten Abend und herzlich willkommen bei unserer netzpolitischen Serie an Gesprächen, die wir seit über einem Jahr jetzt schon machen, gemeinsam mit der Grünen Bildungswerkstatt Wien. Wir haben ja vor über einem Jahr angefangen. Da ging es um Post-Privacy und Privatsphäre mit Jacob Applebaum. Wir haben über Feminismus im Netz diskutiert. Wir haben über Netzneutralität diskutiert. So haben wir eine ganze Reihe, noch mehrere Themen schon gehabt. Möchte mich da jetzt, weil ich das noch nie getan habe, mich auch ganz herzlich einmal bei unserem netzpolitischen Referenten im Rathausclub, Sebastian Glocker, bedanken. Habe ich Rathausclub gesagt? Parlamentsclub, siehst du? Das passiert hin und wieder. Parlamentsclub bedanken, der federführend für diese Serie auch verantwortlich ist. Und heute diskutieren wir ein ganz spannendes Thema, nämlich Open Data. Wobei manche sagen Open Data, Open Data. Ich glaube, beides ist richtig, aber Open Government werde ich schon Open souffliert. Government Data Ja, gibt's auch Open noch, Government ja. Data. Es gibt da mehrere Ausdrücke. Ja, ich freue mich auf ein spannendes Podium. Ich fange jetzt einfach einmal mit dir an, nach dem Motto Ladies First. Judith Schosbeck. Nein, ja. Ja. So habe ich das richtig ausgesprochen. Ja. Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Zentrum für E-Governance der Donau-Universität in Krems. Herzlich willkommen. Daneben sitzt Klaus-Werner Lobo, Kultursprecher der Grünen Wien und auch federführend dabei, das in der Stadt Wien Open Data. Wir wollen uns ja heute die Stadt Wien besonders einmal anschauen. Auch federführend daran beteiligt, dass es in Wien Open Data gibt. Ich werde jetzt das, ich sage einmal Open Data, Open Data, wir sollten uns einigen. Robert Hahn, sowas wie der Open Data Guru in Nein. Österreich, ja, also für mich schon, ja. Okay. Das hörst du ja in Wahrheit gern. Ja. Ja, Developer beschäftigt sich seit Jahren mit diesem Seit Themenbereich. längerem, ja. 3 Jahre. 3 Jahre, ja, das ist. Und ich habe dich auch gleich gebeten, dass du uns eine Präsentation vorbereitet. Eigentlich hast du es angeboten, ich habe dich nicht einmal darum Ich hätte gebeten. gewusst, was meine machen soll. Das Weil viele werden sich jetzt vielleicht fragen, vielleicht auch viele nicht, ich weiß es nicht, was ist Open Data überhaupt? Und ja, dann würde ich dich einfach mal bitten, dass du uns Gerne, ja. das präsentierst. Ja, hallo von meiner Seite. Ich bin Robert Hahn, also vom Verein Open 3. Geht das jetzt? Also wir sind ein parteiübergreifender Non-Profit-Verein, den es eben seit 2010 gibt und sich eben schon seit 2010 mit eben Projekten und Studien zu dem Thema beschäftigt und eben versucht aufzuzeigen, dass eben Open Data kein reines Technikerthema ist, weil Daten drinnen ist, war immer die erste Assoziation, vor allem am Anfang, sofort Technik interessiert mich nicht, sondern es geht da um durchaus auch gesellschaftlich relevante Daten, die, wenn sie breiter zur Verfügung gestellt werden, maschinenlesbar zur Verfügung gestellt werden, auch an Mehrwert sowohl gesellschaftlich, wirtschaftlich als auch individuell haben können. Definition, denke ich, ist wichtig, nochmal hinzuweisen, es geht eben Offenheit, es geht darum, nicht personenbezogene Daten, die aus Verwaltung und Wissenschaft kommen, maschinenlesbar zur Verfügung zu stellen. Klare Abgrenzung, nicht personenbezogene Daten, das heißt, es geht kurz zusammengefasst nicht um den gläsernen Staat, sondern es geht um den gläsernen Staat, aber nicht um den gläsernen Bürger. Also das ist auch ganz wichtig zur Abgrenzung. Warum das Ganze? Ich habe es eh vorher schon kurz erwähnt, also die Open Government Modelle und Theorien gehen eben davon aus, dass einerseits Politik und Verwaltung dadurch offener werden können, sie bürgerorientierter werden können und mehr Beteiligung stattfinden kann. Aber halt auch global gesehen gesellschaftliche Prozesse, die falsch laufen, einfach einmal sichtbar und greifbar werden und basierend auf Fakten einfach auch dann bessere Entscheidungen getroffen werden können und so quasi Lenkungseffekte entstehen. Und natürlich auch als vierten Punkt, die Wirtschaft anzukurbeln, ist auch eine Hoffnung in Open Data, eben dadurch, dass man lokalen Entwicklern ermöglicht, Apps zu bauen und nicht nur großen Unternehmen. Hofft man natürlich auf, dass zum Beispiel auch Arbeitsplätze entstehen, jetzt ganz klassisch IT-Wirtschaft zum Beispiel. Ja. Was haben wir dazu gemacht? Ganz kurz, kann man auf Open3.at-Projekten nachlesen. Wir haben Toilet Maps gemacht, sehr bekannt, oder auch Budgetvisualisierungen, Gedichtwettbewerbe und was ich kurz erwähnen will, ist auch eine Umfrage unter Nationalratsabgeordneten. Die haben wir damals mit der Donau-Uni gemeinsam gemacht, wo wir
alle befragt haben, wie sie das Thema Open Government Data sehen. 2011 war das und habe ich eine Folie herauskopiert. Das Ganze ist auf Open3.at Studien nachlesbar, die Ergebnisse. Das eben auch schon damals, also waren 42 Rückmeldungen, und auch schon damals ist relativ klar gesagt worden, es braucht da gesetzliche Regelungen für das Thema, um es zu verankern. Und relativ gleich auch war, braucht es ein eigenes Informationsfreiheitsgesetz oder ein eigenes Gesetz, wie zum Beispiel ein Informationsfreiheitsgesetz, oder reicht es, wenn es in bestehende Grundlagen Einzug findet, die gesetzlichen Grundlagen. Ja, wie schaut es konkret derzeit jetzt in Österreich aus? Also wenn man das Datenportal datagv.at, wo alle Datensätze Österreichs zu finden sind, als Referenz herannimmt, dann sind wir jetzt bei 1043 verfügbaren Metadatenblättern sozusagen. Wien davon hat 190, also ist klar der Vorreiter sozusagen. Ich habe es eh dann drunter geschrieben. Was halt auffällt, ist halt die Relation Bund, Länder, Gemeinden, also die kleine Gemeinde Engerwitzdorf mit 8000 Einwohnern hat in Summe mehr Metadatenblätter veröffentlicht als der gesamte Bund. Also das ist halt auch ein Indiz, dass da noch viel Spiel nach Raum nach oben ist und warum das so ist, da komme ich dann später noch ein bisschen dazu. Dass jetzt UK und Großbritannien wesentlich mehr haben, ist jetzt natürlich auch ein Benchmark, aber andererseits muss man auch sagen, die Datensätze, die Österreich hatte, sind auch von der Qualität her sehr gut. Also es ist, der Qualitätsmerkmal ist schon sehr groß. Und was Österreich im internationalen Vergleich sehr gut macht, ist das Verhältnis eben Datensätze zu Anwendungen. Also 172 Anwendungen und Visualisierungen, die daraus entstanden sind und eben auch im Anwendungsverzeichnis auf datagv.at, die alle gelistet sind, bei 1043 Datensätze ist schon eine sehr schöne Relation und Deutschland würde sich das sehr stark wünschen. Also da funktioniert die Zusammenarbeit mit der Community und der Austausch also sehr gut, weil es ist ja nicht nur das Open Data, das zur Verfügung stellen ist von Informationen und da habt und jetzt lasst uns in Ruhe, sondern es ist ja, das lebt der Wien sehr gut vor mit dem Plattformtreffen, auch ein Prozess, dass es regelmäßige Treffen mit der Community gibt, wo dann Wünsche abgefragt werden, Neuigkeiten bekannt gegeben werden, Feedback eingeholt wird und so. Also im Sinne von Open Government, Säulenmodell, Partizipation. Ein kleiner Fokus auch noch auf die Wiener Linien, wie es da ausschaut. Also das war ja auch ein langer Prozess. Es ist schon 2010 mit einem auf einem Barcamp gestartet worden mit einem U-Bahn-Aufzug-AT-Projekt, dass man gesagt, also wir haben es gestartet. Die Intention, dass die Daten gibt, hat schon länger gegeben, glaube ich. Aber wir haben ein Projekt gemacht mit U-Bahn-Aufzug-AT, wo wir die Aufzugsstörungsdaten quasi haben wollten oder zeigen wollten, dass man damit was Sinnvolles machen kann, wenn das direkt von den Wiener Linien kommt, haben dann mal eine Crowdsourcing-Plattform gemacht, um das zu zeigen und ja, dann ist lang nichts passiert. Wien ist gestartet mit Open Data, Wiener Linien am Anfang nicht dabei, waren da zögerlich und es ist dann erst ein bisschen Bewegung reingekommen, wie ein gemeinsames Create Camp gemacht wurde mit den Wiener Linien, wo man halt gezeigt hat, wenn ihr euch öffnet, dann habt ihr auch was davon und entstehen sinnvolle Apps. Mittlerweile sind wir bei 7 Apps, die auf der Wiener Linien API basieren. Da sitzt ein Hauptentwickler, der Patrick, der diese One-App da macht, also sehr zu empfehlen für iOS. Also die zeigt den Abfahrt in der Umgebung, also sehr praktische App. Eben sucht sich einen Use Case raus, was Quando halt auch macht, aber halt nicht so, ja, redet mit ihm nachher, der kann euch das genau erklären. was jetzt hier, was auch sehr dazu beigetragen hat, dass die Wiener Linien sich geöffnet haben, war dann auch die Petition, die eigentlich mehr oder weniger unverhofft, offen gesagt, wollte ich nur die Petitionsplattform testen. Also es hat diese Online-Petitionsplattform gegeben und als Entwickler eine Bürgerkarte und das muss man natürlich ausprobieren und na, was nimmt man für ein Thema und würde sich anbieten, Wiener Linien. Also das war wirklich der Zugang, ich habe nicht gedacht, dass das so groß wird, so kurz, aber dann war der Zufall war auf unserer Seite sozusagen, dass drei Tage nachdem sie online war, hat der Standard gemeldet, dass die Wiener Linien einen angedroht haben, rechtliche Schritte, wenn er seine App nicht runternimmt, weil die illegalerweise die Quando-App verwendet. Und das hat dann, da war das Ventil quasi, es gibt die Petition unterzeichnet und das hat dann dazu geführt, dass das die erste war, die 500 erreicht hat und dann die Vizebürgermeisterin Brauner halt dann gesagt hat, ja, jetzt gibt es einen politischen Auftrag, macht es. Und über den Sommer wurde das dann gemacht und seit Ende September,
August gibt es jetzt die App, mittlerweile auch ein Routenservice und halt eben 7 Apps, die schon verfügbar sind. Und das ist wirklich ein herzerquarer, also wirklich ein wertvoller Datensatz. In Europa gibt es, also meines Wissens auch nicht so, also im deutschsprachigen Raum sicher nicht, könnte noch mehr beworben werden, sagen wir mal. Und ja, aber ich gehe mal weiter. Ich habe zwei, drei Apps noch, die vielleicht weniger bekannt sind. War noch das Meldeamt, kann auch aus Open Government Data entstehen. Da hat sich jemand die Wartezeiten auf den Anwendungen, auf den Ämtern in Wien angeschaut und hat, man kann dann pro Bezirk auswählen, wann gehe ich hin, an welchem Tag, um möglichst wenig lang zu warten. Also das ist durchaus sehr ganz andere Ansätze zu machen. Oder Fruchtfliege ist auch vielleicht weniger bekannt. Obstbäume auf öffentlichem Grund, wo man ernten kann in Wien, basierend auf dem Baumkataster, der ja in Wien vollständig aus Open Data verfügbar ist. Den Apps für Austria-Gewinner habe ich auch eingenommen. Woody ist auch eine sehr nette App, wo man den spielerischen Charakter von Open Data zeigt, wo man eben wie Tamagotchi-mäßig mit dem Handy rausgehen muss und den Wurm bei einem öffentlichen Baum füttern muss und ihn dann durch Schütteln hochschickt. Also das ist ein spielerischer Zugang zum Thema, finde ich auch ganz nett. Ozonwerte auch von einer Datenquelle vom Umweltbundesamt zeigt, dass da auch noch sehr viel Spielraum wäre, wie was man mit Umweltdaten machen kann. Ist eine App, die auch entstanden ist von mehreren Entwicklern und die nächste Ozonmessstelle im Umfeld den aktuellen Wert zeigt und Warnschwellen und so berücksichtigt. Bisschen mehr Richtung Richtung politische Transparenz. Verwaltungstransparenz hat dann der Datensatz der RTR gebracht. Also die Medientransparenzdatenbank ist auch zeitgleich aus Open Data zur Verfügung gestellt worden und hat halt sehr schöne Visualisierungen ermöglicht, die man da auf Horizonte nachschauen kann, wo man auf einen Blick sehr gut sieht, wo gehen die Inseraten, die Gelder für die Inserate hin. Also das ist auch als Open Data verfügbar. Was in Wien oder in Österreich generell noch weniger gibt, ist sowas wie in Großbritannien die Finanzdaten, natürlich auch bei den Umfragen immer einer der meistgenannten Punkte, wie die Ausgaben sind. Da ist Großbritannien sehr führend, haben das bis zu einer sehr detaillierten Stufe auf Where Does My Money Go schon verfügbar, kann man sich runterzoomen in Regionen und sehr, sehr gut aufbereitet. In Österreich gibt es da seit kurzem, seit ein paar Tagen, das offene Haushalt.at. Das ist, zielt jetzt einmal auf die Gemeinden ab. Sieht man eh, es sind, glaube ich, 70 mittlerweile beteiligte Gemeinden von 2500 irgendwas, die ihr Budget bis zur dritten Budgetebene verfügbar auf der Plattform raufladen und dann eben interaktive Auswertungen wie Tree Maps oder Entwicklungen ermöglichen und wirklich den Bürgern die Möglichkeit geben, die zu sehen, was jetzt, wofür das Geld in der Gemeinde ausgegeben wird. Wien ist da noch nicht drauf, aber meines Wissens nach gibt es da angeblich im Dezember Gespräche mit der zuständigen Abteilung und wird dann entschieden oder da ist die Entscheidung meines Wissens noch ausstehend, aber natürlich auch spannend. Auf Bundesebene leider gibt es da noch wenig Bewegung dazu, also da gibt es noch nichts. Zusammenfassung, ins Podium zu gehen dann. Es funktioniert gut in Österreich und vor allem auch in Wien. Wien ist der Treiber sozusagen. Es ist halt leider positiv, also es ist positiv gesehen verwaltungsgetrieben. Es gibt die Corporation OGD Österreich, das ist ein Verwaltungszusammenschluss aller derzeit 22 OGD-betreibenden Bund, Städte, Länder, Gemeindeorganisationen, die das Thema auch sehr aktiv vorantreiben und sehr unbürokratisch. Das führt dazu, dass die Datenqualität sehr gut ist. Also es gibt Standards, die festgelegt wurden, einerseits wie man die beschreibt und aber auch, und das ist ein Erfolgsfaktor, das Lizenzmodell, das ein wesentlicher Erfolgsfaktor in Österreich ist, weil es wurde CC BY für Österreich festgelegt. Das heißt, die Datensätze, die veröffentlicht werden aus Open Data, können sowohl privat als auch kommerziell verwendet werden, was vor allem für App-Entwickler sehr wichtig ist, weil selbst wenn man Werbung einblendet, nur ist es dann kommerziell, kann es nicht mehr verwenden und diese Potenziale, die auch du dann vielleicht später sprechen wirst, Judith, welche Wertschöpfung Open Data bringen kann, funktionieren nur, wenn man eben so ein Lizenzmodell wählt und auch quasi kommerzielle Nutzung wieder zulässt. Das andere ist aus meiner Sicht nicht, wenn man es ausschließt, ist es aus meiner Sicht unnötig, Open Data zu machen, weil das ist dann, kriegt man nur Hobbyprojekte sozusagen.
Was auch positiv ist, ist eben die Community, die in Wien habe ich schon erwähnt, mit dem Plattformtreffen und den regelmäßigen Veranstaltungen sehr gut funktioniert, wo man auch wirklich die Verwaltung greifbar wird und sich einbringen kann oder sich einfach Ideen und Wünsche einbringen kann, und das wird dort ernst genommen, das funktioniert sehr gut. Was jetzt eher nicht so gut geht, ist eben das eh schon erwähnte, das Commitment auf Bundesebene ist noch nicht da, wo es jetzt in Wien ist. Also in Wien hat den Vorteil, da gibt es einen politischen Auftrag. Rot-Grün hat gesagt, wir wollen Open Data machen, und das ist für die Verwaltung halt die Notwendigkeit oder eine Notwendigkeit, um dann halt agieren zu können. Das gibt es auf Bundesebene leider in der Form nicht. Das ist eben verwaltungsgetrieben im Moment aus meiner Sicht. Und die gesetzliche Grundlage ist halt auch noch nicht da, wo sie sein sollte, weil meine These ist halt, das ist jetzt, wenn eine neue Regierung in Wien kommt und es sagt, wir schaffen Open Data wieder ab, weil es ist nicht mehr unsere Regierungslinie, dann wird es wieder abgedreht. Also das könnte theoretisch passieren, und darum denke ich, ist es eben wichtig, dass man eben Richtung Informationsfreiheitsgesetze und dergleichen diskutiert, dass man eben sagt, das ist die Grundlage, und da bin ich überzeugt, dass das sinnvoll ist, und dann ist Open Data ein Werkzeug, um das umzusetzen, und da fehlt eben die, ich verweise dann auf Transparenzgesetze, die Diskussion, wo eben die Grundlagen, die auch für Open Data wichtig sind und gerade auf Bundesebene notwendig sind, um da nachhaltige Daten veröffentlichen zu können. Und Datenjournalismus habe ich aufgeschrieben. Natürlich, es werden Rohdaten oft veröffentlicht und es braucht Übersetzer. Einerseits Datenjournalisten, die Statistiken auswerten, das Material aufbereiten für die breitere Bevölkerung, aber auch App-Entwickler, die halt dann für die Bürger Anwendungen oder Visualisierungen machen. Ja, also zusammengefasst, also ohne politischem Commitment und gesetzliche Grundlagen wird es das nachhaltigen, also das braucht es noch in Österreich, klar, vor allem auf Bundesebene.